Ushanka Boy. Ich gebe keine Fucks mehr auf die Sachen, die ihr sagt. Als ich sie gebraucht hatte, war keiner von ihnen da. Ich fühle mich alleine, aber mir ist das egal. Und so roll ich noch am Plan. Sorry, ain't no sorry, denn mir geht es gar nicht gut. Immer wenn ich etwas vorhab, habt ihr Besseres zu tun. Und so fall ich in ein Loch, wo ich wieder mal nicht raus kann. Jeder, der an mich ran will, bekommt direkt einen Laufpass. Ich würde mich ja ändern, oh, ich weiß nicht, wie das geht. Wie soll ich mit wem reden, wenn mich keiner hier versteht? Wie soll ich mir zeigen, mich kann man nur übersehen? Vielleicht ist es ja ein Fehler, dass ich gerade hier noch lebe. Yeah, yeah. Ich zeige jedem, dass ich Problems mit mir selbst hab. Niemand von den Dudes hat mir zu, das ist okay, weil ich so weitermach. Schon seit 2-3 Jahren denken meine Freunde, ich wäre ein bisschen geisteskrank. Und sie haben recht. Ich nehm Danken dann, was mir der Demon mir so schenkt. Ich sitze alleine in dem Raum und puff den Jay. Ich sitze alleine in der Dunkelheit und bin schon für den letzten Schuss bereit. Gott, ich hab keinen Bock mehr. Demons in meinem Kopf. Jeden Menschen, den ich liebe, hab ich schon längst geblockt. Nur das Mädchen meiner Träume. Träume will mich retten, ja. Doch anscheinend gebe ich zu viel Attention, ja. Wenn ich frag, ob sie was machen will, dann hat sie keine Zeit. Okay, gut, das ist verständlich, aber trotzdem wär's nice, wenn man sich mal öfter sehen könnte im Jahr als nur zweimal. Eigentlich ist es schon einfach. Sorry, ain't no sorry, denn mir geht es gar nicht gut. Immer wenn ich etwas vorhab, habt ihr Besseres zu tun. Und so fall ich in ein Loch, wo ich wieder mal nicht raus kann. Jeder, der an mich ran will, bekommt direkt einen Laufpass. Ich würde mich ja ändern, doch ich weiß nicht, wie das geht. Wie soll ich mit wem reden, wenn mich keiner hier versteht? Wie soll ich mir zeigen, mich kann man nur übersehen? Vielleicht ist es ja ein Fehler, dass ich gerade hier noch lebe. Sorry, denn mir geht es gar nicht gut. Immer wenn ich etwas vorhab, habt ihr Besseres zu tun. Und so fall ich in ein Loch, wo ich wieder mal nicht raus kann. Jeder, der an mich ran will, bekommt direkt einen Laufpass. Ich würde mich ja ändern, doch ich weiß nicht, wie das geht. Wie soll ich mit wem reden, wenn mich keiner hier versteht? Wie soll ich mir zeigen, mich kann man nur übersehen? Vielleicht ist es ja ein Fehler, dass ich gerade hier noch lebe.